Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und heute möchte ich mit euch ein sehr interessantes Thema besprechen, und zwar, welche Pflanzen sind denn für unseren Aquascape jetzt besser geeignet? In-vitro-Pflanzen, wie diese hier? Oder aber klassisch gezogene Pflanzen im Topf oder aufgebunden, wie sowas hier? Was macht mehr Sinn? Was ist die bessere Pflanze? Wo liegen die Vor- und Nachteile dieser beiden Arten, Pflanzen zu züchten? Genau das erfahrt ihr gleich im Video. In-vitro oder Topfpflanzen, das ist für viele Aquarianer sicherlich immer wieder eine Frage. Manche Pflanzen gibt es sogar nur noch als In-vitro-Pflanzen, andere Pflanzen gibt es nur als Topfpflanzen. Wo sind denn aber die Vor- und die Nachteile dieser Arten, Pflanzen zu ziehen? Bei den In-vitro-Pflanzen wird ja ganz häufig damit beworben, dass diese sehr sauber, sehr steril, frei von Algen, frei von Schnecken und so weiter sind. Und das stimmt auch alles. Und das sind auch genau die Vorteile, die diese Art der Züchtung hat. Also eine Pflanze, die in-vitro gezogen wird, bedeutet, dass sie außerhalb lebender Organismen gezogen wird. Also nicht in vivo, das wäre das Gegenteil, sondern in-vitro. Was das konkret heißt, ist, dass so eine Pflanze über einzelne Gewebeproben einer anderen Pflanze auf so einem Nährmedium gezogen wird. Man kann das hier ganz leicht sehen, das ist so eine gelartige Flüssigkeit. Ganz oft ist das Agar-Agar, was ja auch in Laboren eingesetzt wird, um dort drauf Zellen wachsen zu lassen. So etwas Ähnliches wird hier auch eingesetzt, um da drin eben diese Pflanzen wachsen zu lassen. Wie gesagt, der Vorteil ist, das Ganze wächst unter Laborbedingungen, das ist absolut steril. Keine Algen, keine Schnecken, keine Planarien, keine anderen Dinge, die da irgendwie dran sind, die irgendwie stören könnten. Das heißt, ein Becken, was ihr nur mit In-vitro-Pflanzen ausstattet, wird nicht von selbst Schnecken entwickeln, wird nicht von selbst Algen ansetzen, die halt nicht von außen reingetragen wurden. Ne? Also gerade für Aquascapes sind In-vitro-Pflanzen deshalb sehr beliebt, weil man natürlich mit aller Macht versuchen möchte, Sachen, die man dort nicht explizit reingebracht hat, aber eben rauszuhalten aus dem Becken. In-vitro-Pflanzen haben aber auch einen Nachteil. Und zwar sind sie, wie man das hier jetzt auch schon sieht, recht klein. Zumindest wenn es um solche Sachen wie Aufsitzerpflanzen geht. Was ich jetzt hier gerade habe, ist eine Anubias Bateri Pangolino, eine extrem kleine Variante der Anubias. Über diese Art der Pflanze habe ich sogar schon mal ein anderes Video gemacht. Ich blende euch das mal oben ein, klickt da mal drauf und dann wisst ihr genau, worum es sich bei dieser Pflanze hier handelt. Aber für so Aufsitzerpflanzen, man bekommt halt eine relativ kleine Portion. Wo In-vitro wieder Vorteile hat, ist bei Bodendeckern. Wenn man zum Beispiel jetzt an Hatsikuba denkt oder auch an mein sehr gern benutztes Eleocharis SP Mini, da bekommt man so einen Topf randvoll mit dieser Pflanze. Und wenn man die auseinanderzuppelt und dann einpflanzt, hat man da echt viel Pflanzenmasse. Das ist in der Regel mehr als in einem Topf. Das Gelmedium, auf dem diese Pflanzen gezogen werden, ist ebenfalls ein Vorteil. Denn was gleich passiert, wenn ich diese Pflanze einpflanze, ich öffne den Deckel, nehme diese Pflanze raus, spüle sie einfach am Waschbecken unter fließendem warmem Wasser ab und dann ist nämlich dieses Gel weg und ich habe die Wurzeln vor mir. Und dann kann ich die Pflanze einfach zerteilen und direkt einpflanzen. Ich habe also nicht dieses Gefrickel mit irgendwie Stahlwolle, die ich da erst rausfummeln muss, diesen Topf, der noch weggeschmissen werden muss und generell dann so Reste von Stahlwolle, die sich an den Wurzeln festhalten, die man nicht richtig wegkriegt. Also es ist auf jeden Fall in der Handhabung her sehr viel leichter. Aber was ist denn der Vorteil von normal gezüchteten Pflanzen, die dann im Topf kommen oder eben wie hier aufgebunden auf einem anderen Medium? Also gerade wenn wir über die Topfzüchtung nachdenken, dann wird uns eines in der Regel sofort auffallen, und zwar, dass die Pflanzen größer sind. Wenn wir also in einen Aquarienladen gehen und haben da so ein Becken voll mit Töpfen, mit Pflanzentöpfen, oft sind die sehr viel größer. Und genau das kann ein Vorteil sein, gerade wenn es um sowas wie Stängelpflanzen geht, die darauf angewiesen sind, von oben wirklich viel Licht zu bekommen. Je nachdem, wo ihr die hinpflanzt, ist eine In-vitro-Pflanze einfach noch viel zu klein und bekommt kaum Licht ab und es dauert wirklich lange, bis sie anwächst. Bei einer Topfpflanze, die schon größer ist, die schon kräftiger ist, wenn ihr die einpflanzt, kommt die viel schneller an das Licht und kann viel schneller sich an euer Becken anpassen und wächst dadurch auch schneller an. Wie gesagt, das kann ein Vorteil sein, muss es nicht sein. Bei Bodendeckern ist dieser Vorteil eigentlich nicht mehr existent. Das betrifft wirklich nur Pflanzen, wo es darauf ankommt, dass sie schnell an das Licht rankommen von oben. Und gerade auf Pflanzen, die ihr dann vielleicht an eine Stelle pflanzt, wo eben nicht viel Licht hinkommt. Der Nachteil von den Topfpflanzen ist aber auch ganz entscheidend, und zwar vor allem für Becken wie Aquascapes oder aber auch Becken, die nur Garnelen beinhalten. Denn diese Stahlwolle enthält in der Regel nicht nur Wasser. Oft sind da auch Düngemittel mit zugesetzt, von denen ihr schlicht und ergreifend nicht wisst, was da drin ist. Und wenn ihr dann so Reste von Stahlwolle noch an den Wurzeln dran habt und die mit einpflanzt,
lösen sich diese Düngemittelreste natürlich ins Wasser. Und gerade bei Garnelenbecken kann das dazu führen, dass eure Garnelen krank werden oder absterben, weil ihr einfach nicht wisst, was für Elemente in dieser Stahlwolle noch mit drin sind. Normalerweise ist die Stahlwolle ungefährlich und man kann sogar so weit gehen, dass man, wenn man Bodendecker in Töpfen kauft, dass man so einen kleinen Block Stahlwolle mit dran lässt und die mit einpflanzt. Dadurch kann man die Sachen einfach viel besser einpflanzen. Aber gerade wenn ihr sehr empfindliche Tiere im Becken habt, solltet ihr das tunlichst unterlassen und da ist in vitro auf jeden Fall die bessere Wahl. Wenn es aber, wie gerade auch schon beschrieben, darum geht, dass eine Pflanze möglichst schnell anwächst und sofort sehr kräftig ist, dann funktioniert das mit Topfpflanzen meistens besser, weil eben die Pflanzen in den Töpfen bereits kräftiger sind, als sie eben in so einem In-vitro-Topf gezogen wurden. Ein häufiges Missverständnis ist, dass In-vitro-Pflanzen angeblich bereits die submerse Wuchsform haben sollen. Das stimmt nicht. Ja, man sieht das ja auch hier, dieses Medium, das bedeckt ja nicht den ganzen Topf. Diese Pflanze hat trotzdem ihre emerse Wuchsform und die muss sich im Becken erst umstellen. Bei Pflanzen in Töpfen ist das genauso, die werden nämlich fast alle über Wasser gezüchtet. Also nur der Topf steht im Wasser, aber die Pflanze selber nicht. Das heißt, sie entwickelt ihre emerse Wuchsform, ihre emersen Blätter und das muss sich genauso wie beim In-vitro-Töpfchen erst im Becken umstellen. Aber davon abgesehen bleibt eigentlich nur zusammenfassend zu sagen, dass es sehr auf den Anwendungsfall ankommt, welche Art von Pflanzen ihr bevorzugt. Wenn du empfindliche Tiere im Becken hast, wie zum Beispiel Garnelen, dann bleib bei In-vitro. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil du bekommst eine komplett sterile Pflanze. Wenn es dir darum geht, ein Pflanzenbecken sehr schnell anwachsen zu lassen und sehr schnell dort kräftige Pflanzen zu haben, dann benutzt lieber Topfpflanzen, weil die Pflanzen, die du dort bekommst, sind in aller Regel bereits kräftiger und größer als die, die in In-vitro-Töpfen gezogen wurden. Wenn du Probleme mit Schnecken hast oder so, dann bleib auch bei den In-vitro-Pflanzen, weil da hast du garantiert keine Schnecken bei. Das Problem ist natürlich erst, wenn du erstmal Schnecken im Becken hast. Es ist eigentlich auch fast auch egal, ob du jetzt weiterhin auf In-vitro oder auf Topfpflanzen setzt. Aber du kannst mit In-vitro-Pflanzen natürlich ein Becken sehr sauber starten und halt davon ausgehen, dass du dir keine zusätzlichen Schnecken oder Algen mit ins Becken reingeholt hast, wenn du nur auf In-vitro-Pflanzen gesetzt hast. Ich habe das bei meinem Becken zum Beispiel gemacht. Alle Pflanzen, die dort drin sind, sind In-vitro. Jetzt hier das neue Java-Farn wird die erste Pflanze sein, die nicht in vitro ist. Und ich werde auf jeden Fall berichten, wie sich das entwickelt und ob ich dann jetzt irgendwie ein paar Wochen da auf einmal Schnecken drin habe, die ich vorher nicht hatte. Wir werden es sehen. Insgesamt, meine persönliche Meinung ist, dass ich tendenziell eher zu In-vitro-Pflanzen greife, weil ich einfach diese Sterilität mag. Ich mag es zu wissen, dass dort nichts dran ist, dass sie halt absolut sauber sind und das ist es mir auch wert, dass die Pflanzen dann vielleicht ein bisschen länger braucht zum Anwachsen. Außerdem ist der Pflanzvorgang sehr viel angenehmer, weil ich muss hier nur das Gel abwaschen und kann sofort anfangen, die Pflanze einzupflanzen und muss nicht erst in mühevoller Kleinarbeit diese Stahlwolle von den Wurzeln runterrupfen, weil das ist echt ätzend. Von daher, meine persönliche Empfehlung ist, benutzt eher In-vitro-Pflanzen, aber wie gesagt, es gibt immer wieder Gründe, wo eine Topfpflanze mehr Sinn macht, gerade was Stängelpflanzen angeht, gerade was Pflanzen angeht, die an Orte pflanzt, wo kaum Licht hinkommt, damit diese dort schneller anwächst und kräftiger wird, da ist eine Topfpflanze meistens im Vorteil. So, ich hoffe, diese Übersicht hat dir geholfen, dich bei deinem nächsten Pflanzenkauf zu unterstützen und dir die Entscheidung zu vereinfachen, ob du jetzt zum In-vitro-Töpfchen greifst oder zum Topf greifst. Eine Sache an dieser Stelle noch, es ist momentan leider noch so, dass In-vitro-Pflanzen in der Regel etwas teurer sind als die Topfpflanzen. Wenn also da Geld bei dir eine Rolle spielt, dann hat sich das Argument im Endeffekt damit auch erledigt. Da sind Topfpflanzen immer noch die günstigere Variante, um an Pflanzen ranzukommen. Aber wie gesagt, bedenke auch, gerade wenn es um Bodendecker geht und sehr kleine Pflanzen, bekommst du in dem In-vitro-Töpfchen wesentlich mehr Pflanzenmasse als in einem normalen Topf, was den Preisunterschied wieder ein bisschen relativiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ihm doch bitte einen Daumen nach oben da. Dadurch weiß ich, dass es dir gefallen hat und mich motiviert das natürlich weiterhin solche Videos für euch zu machen. Ich freue mich, dich beim nächsten Video dabei zu haben und schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du das siehst. Benutzt du mehr In-vitro-Pflanzen, benutzt du mehr Topfpflanzen? Was sind deine Gründe für die Wahl von In-vitro oder Topfpflanzen? Schreib es mir in die Kommentare, ich freue mich sehr auf deine Kommentare und ich bin sehr interessiert an einer Diskussion darüber. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.